Hallo, Alter. Worauf haben wir uns da eingelassen? Ich versuche mich heute, allerdings nicht alleine, an, wie spricht man das richtig aus? Macarons. Makarons? Makarons. Glaube ich, keine Ahnung. Das wird ein Albtraum oder vielleicht ganz lustig. Wir gucken mal. Willkommen bei Mori und Sona. Ja, so, und dann geht's auch schon los. Gott sei Dank hat Sona mir bei der Vorbereitung geholfen. Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Hallo in den Chat. Hallo Queenie. Hallo Kaninchen ist Chat. auch da. Genau. Entschuldigung, Ich Sona wollte nur darf einen auch Hallo mal Chat Hallo sagen. reinhauen, alles gut. Ist ja richtig. So, und wer mag, kann unter Ausrufezeichen Multistream, kann sich einen Link abholen. Dann könnt ihr beide Streams gleichzeitig gucken. Wir wandern nämlich gleich Discord-mäßig rüber zu Kaninchen und wir machen beide dasselbe. Und das wird, Dankeschön, Sona, und das wird wahrscheinlich ein bisschen wild, das wird ein bisschen experimentell, weil wir machen heute Makarons. Wir sind heute in einer Komfortzone einer jeden Person, die backen kann, also nicht in meiner. Das wird sehr spannend. Ich sehe hier Sachen wie Lebensmittelfarben. Excuse me? Wir haben 2022. So nämlich. Hallo, Altraud, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben hier Eier, soweit noch okay. Wir haben hier so einen Spritzbeutel, wo ich jetzt schon Panik habe. Aber ja, mal gucken. Kalifornische Mandeln in Hülle und Fülle, die ich irgendwie. Also es wird auf jeden Fall, es wird sehr kompliziert für mich heute. Das wird sehr, 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 sehr wild. Aber die gute Sona ist ja da und hilft mir hoffentlich ein bisschen aus Ich der krieg Ferne. das Die bestimmt Maya irgendwie liegt hin. hier auch schon. Was, bitte? Ich krieg das bestimmt irgendwie hin. Ja, mit Sicherheit. Die Sona sei schon. Die Maya liegt hier gerade schon unten, weil hier die Snackbox in der Nähe geparkt ist, die sie sehr, sehr gerne mag. Hallo Skippy, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Hallihallo. Und Queenie fragt: Na, alles schnuffig? Ich glaube, im Moment sind wir beide ziemlich gesund, oder? Ich hoffe, ich denke, ja. Ja. Also meine Erkältung ist so ganz, ganz minimal im Hals noch da, aber nicht wirklich. Ansonsten geht es eigentlich sehr gut. Also ich muss die Woche noch arbeiten. Dann habe ich aber auch schon Urlaub. Sohne hat jetzt schon Urlaub, das heißt, sie kann schon ein bisschen schnuffen. Ja. Und das ist sehr schön. Ich dachte Samstag. Nie hast du mit. Oh ja. Und der Schoko-Joschoko ist auch da. Schoko-Joschoko. Schoko-Joschoko. Nee, ich bringe das falsch aus. Ja. Hoshi-Joko. So, Entschuldigung. Sehr schön. So, und zwar, irgendwas hatte ich noch überlesen. Und zwar. So, morgen auch letzter Tag dann Urlaub. Siehst du, Skippy hat auch Aber. Finale. Ach stimmt, ich bin ja heute im Mittwochs-Feeling. Wir streamen ja heute Donnerstag und morgen ist der Freitag. Das heißt, morgen ist auch mein letzter. Und auch der letzte in meinem aktuellen Projekt. Aber ja, das war ein witziges Projekt. Ich bin auch froh, dass es rum ist. Also alles gut. Aber das hört sich gut an. Was steht da auf dem Brett? Ach, er Und da meinte steht, Silikonmatte. ja, Kizini oder so ähnlich. Die Und die habe ich Punkte sind jetzt. runtergerutscht beim Drucken. Ja, anscheinend, ja. Und die brauchen wir, weil das ist quasi irgendwie so ein Größending gleich, wenn man das spricht. Ich habe keine Ahnung. Das wird hier alles. Das wird für dich sehr angenehm, glaube ich, weil da in die Dinger machst du dann diesen Teig spritzt du da quasi drauf. Und dann Ich, hast du die ich. schön gleich. Wie optimistisch sie ist, dass sie sagt, ich werde heute irgendwo Teig irgendwo hinmachen. Also, so weit sind wir noch nicht. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Ja. So. Alles klar. Ich würde jetzt Folgendes machen. Wir gehen jetzt schon mal Discord-mäßig in den Warteraum von Kaninchen. Ich hoffe, wir können da trotzdem noch beide quatschen, so, ne? Müsste aber eigentlich gehen und dann machen wir das so, oder? Ja, dann, Leute, ich bin gleich wieder Ich da. bin mal im Warteraum. So, noch hörst du mich? Ja. Oh, sehr gut. Das heißt, das funktioniert schon mal. Das Stream, heißt, wenn wir ihr werden. gleich irgendwen nicht hören solltet, also Chat, bitte, bitte Bescheid sagen. Genau. Aber es Also soll sich gleich. finden. Ja, müsste sitzen, genau. Also gleich zieht uns Kaninchen in ihren Raum rüber. Wenn sie ihren Chat Hallo gesagt hat, sehe ich das schon irgendwas, was ich nicht habe? Eine Waage habe ich. Dann hat sie Schokoriegel. Okay, ein Glas Wasser. Okay, anyway, was ist das für.
Hallo. Hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Na? Ach, Quatsch, ich doch nicht. Ich habe schon die Ruhe selber und nur selber. Ja, total entspannt. Ja, glaube ich. Also, ja, danke, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Für die bei mir, das ist Kaninchen. Hallo, Kaninchen. Hallo, hallo. Hallo auch an den Chat von Mori und Sona. Ja, und gut. Ich habe jetzt gerade schon in ein Bild reingeguckt, ob ich da irgendwas sehe, was ich nicht habe. Aber bis jetzt taugt's. Also bis jetzt, ich habe auch eine Waage. Sehr gut. So, gut, das haben wir. Das haben wir. Hallo Maya Sitter, einen wunderschönen guten Abend. So, das sitzt auch. Okay, Hört ihr mich noch? Ich höre. Ja, alles gut. Ich war jetzt so gerade so hier in der Konzentrationsphase. Ja, sollen wir anfangen? Was sagst du? Ja, ich müsste in die Küche. Das Problem ist, dass die Leute hier bei mir schon. Ich hätte das vielleicht nicht heute machen sollen, aber gut. Es wird sonst also ein bisschen eng. Okay. Aber alles gut? Ja, nee, weil ab heute gibt es halt die Tickets bei mir zu holen und. Ach so. Da gab es gerade jetzt schon ein bisschen. Probleme. Geduld, genau. Was habe ich gesagt? Ein bisschen Geduld, Leute. Genau. Das hat ein bisschen Cooldown, damit das nicht alles so sich überlagert. Tief durchatmen. So, ich gehe mal in die Küche. Sona, sagst du uns an, was wir so brauchen? Oder kann ich mir das Rezept irgendwie kann ich machen. Das wäre super lieb. Also wollen wir erstmal Zutaten hier zusammenrödeln? Ja. Okay, dann braucht ihr Zucker. Ja. Zucker. Habt ihr? Oder ihr sagt Bescheid, wenn ihr habt. Ich kann jetzt nicht beide gleichzeitig sehen. So, Moment. So. Eier für Eiweiß. Ja. Hole ich gleich aus dem Kühlschrank, aber ja. Dann gemahlene Mandeln. Jawohl. Weg. Puderzucker. Ja. Ja, jede Menge. Und Lebensmittelfarbe. Ja. Ja, habe ich auch. Für, also da steht jetzt bei als Paste. Wir haben es in flüssig, da müssen wir dann gucken. Also Mori, nur so 1-2 Tropfen wirklich rein. Ne? Aha. Und dann erstmal rühren. Du kannst immer noch nachlegen, so, aber wegen der Konsistenz. Und das ist dann erst für die Füllung. Da wäre dann noch weiße Schokolade und Schlagsahne. Aber die würde ich jetzt auch erstmal im Kühlschrank lassen. Ja, okay. Also hier ist die Lebensmittelfarbe. Okay. Dann sehe ich hier diese Spritzpistole. Die muss ich gleich noch zusammenbauen, oder was? Da musst du Das habe ich mich nämlich auch überlegt, wie ich das mache mit diesem Spritz. Das, du musst dieses, du hast ja so ein labbriges Silikon-Dingen. Dieses blaue. Nimm das mal in Hand. Ja, das hier? Und da packst du dann dieses Stück rein mit dem Metall und dem Kunststoff da, diese Spitze. Ja. Das machst du da rein. Rausguckt. Genau. Und dann kannst du mit diesen Spateln, die da liegen, kannst du dann die Füllung nachher, beziehungsweise den Keksteig reinpacken. Ja, so ein alles Gummiding. Ich hoffe, das funktioniert nachher. Okay, check. Wofür sind diese Dinger, die aussehen wie irgendwelche Gummi-Ehringe? Ich weiß nicht, ob das irgendwie zum Festmachen noch ist oder so. Erkannte ich jetzt auch nicht. Ich habe die da mal mit zugepackt. Vielleicht findest du raus, wofür man die braucht. Ich glaube, ich habe es jetzt mal hier ein bisschen arretiert. Vielleicht ist das richtig. Dass ich hier, also, weißt du, dass ich das hier irgendwie so wahrscheinlich festmache. Ja. Aber... Ja, okay. Wir werden es herausfinden wahrscheinlich. Alter, ich habe Angst. Was ist das denn? Das sind diese Dinger, wo du dann den Teig so mit da rein streichen kannst quasi. Frag mich nicht, wie genau das funktioniert. Ja, finden wir heute raus. Das ist doch gut. Eieiei. Okay. So, jetzt muss ich mal hier einmal gucken. So, dass ich das hier ein bisschen getrennt habe. So, womit fangen wir an? Ja, Sona, hau mal raus. Wir fangen an mit Puderzucker und Mandeln 7. Wir reden jetzt bei diesem Rezept von 190 Gramm gemahlenen Mandeln und 170 Gramm Puderzucker. Das muss ich mal getrennt machen. Ja, wenn ich jetzt statt 190 200 Gramm habe... Ist bei Backen so eine Todsünde, beim, oder? Du musst das gleich eh noch, also diese gemahlenen Mandeln müssen gesiebt werden. Das soll nach dem Sieben sollen das 190 Gramm sein.
Deswegen hast du da auch schon ein Sieb liegen. Deswegen ist das Sieb da. Genau. Alles klar. Gut, dann würde ich eine Packung nehmen. Leute, auf dem Ticket ist ein Cooldown. Eine Minute. Ihr habt doch eine Minute Zeit. Ihr müsst doch einfach nur eine Minute warten. Dann könnt ihr alle ein Ticket lösen. Alle sehr hektisch. Ja, das Problem ist, hätte ich da keinen Cooldown reingemacht, dann hätte sich das alles überlagert und dann wäre das alles doppelt und dreifach gekommen. Das ist ja der Chaos. Das sind dann diese Tickets für die Verlosung, ja? Da könntet ihr... Ja, der muss den auch mal reinschmeißen. Da muss der Mori dann zwischendurch auch. Ich habe meins gerade schon eingelöst. Damit ich es bloß nicht vergesse. Ich sehe das nämlich gar nicht mehr. Das ist alles voll. So, 170 war das Puderzucker, ne? Genau. Und 190 waren es, glaube ich, Mandeln, ne? Genau, also die sollen 190 Gramm sollen das sein, wenn sie schon gesiebt sind. Deswegen würde ich da ein bisschen mehr irgendwie reinpacken. Ich glaube, die Tüten, die ich da gekauft habe, haben irgendwie 200 Gramm oder so. Ah, Puderzucker. So. Ja, mein Sieb ist nämlich auch schön im Geschirrspüler, weil habe ich ja erst benutzt, ne? Das ist immer praktisch. Du hast aber auch eine Armee an Plätzchen und alles gebacken. Das war der Wahnsinn. Ja, das, was gerade auf dem Herd ist, das habe ich heute noch gebacken. Also deswegen steht das da noch so rum. Das habe ich kurz vorm Stream noch gebacken. Noch mehr gebacken. Also, es war noch nicht genug. Ja, so. Wieso muss ich Puderzucker sieben? Ach, weil das so Klümpchen hat, oder was? Nee, Mandeln, die gemahlene Mandeln sollst du sieben. Ah, nee, muss ich sieben, okay, ja, okay. Ich hab schon gedacht, okay. Ratekubus, ja, eigentlich nur eins. Wieso wolltest du noch mehr verschenken? So. Kannst du nochmal umstellen. Sehr gut. Heute was los, ey. Das können alle nicht erwarten. So. Nee. Ja. Und du bist aber wieder auf dem Damm, dir geht's wieder besser, höre ich. Das ist schon mal schön. Ja, definitiv. Ja, das ist viel wert. Also wird stimmlich auch von Tag zu Tag besser. Oh gut, ja, weil über die Feiertage wäre das ja wirklich schwierig gewesen. Ja, das stimmt. Aber dann besser vorher und dann richtig und dann dafür Ruhe. So. Das stimmt wohl. Sona, ich habe jetzt hier so ein Sieb und da habe ich jetzt die 200 Gramm gemahlene Mandeln. Ja. So. Jetzt schnappst du dir eine Schüssel und siebst das da drüber. Wenn ich das schon sehe, dass er das Sieb jetzt so in der Hand hat. Eine Schüssel brauchst du jetzt, Herr Moritz. Ja, ja, ich hole eine Schüssel, ja. Ach, da ist doch noch eins. Ach, Mensch. Oh, sie hat noch ein Sieb gefunden. So. Oh. Ah, warte mal, ist das drüber gefallen? Auch wenn ich irgendwie nicht lesen kann, ist es ein bisschen voll in meinem Chat. Hallo an alle einfach. Genau, hallo. Mori und Sona sind auch da. Warte, ich hau dir nochmal den Link kurz rein. Hallihallo. Ja, hallo. Da habt ihr nämlich einen Multilink, da könnt ihr auch bei beiden dann zugucken. Wir machen nämlich beides Gleiche. Multistream. Kann ich vielleicht hier so ein bisschen mit dem Löffel das irgendwie so ein bisschen. Also irgendwie so richtig passieren tut er nicht? Ist das Sieb zu fein? Ich habe keine Ahnung. Sonst. Doch, das kommt unten an. Doch, da passiert okay. Was. Ja. So. Es soll wahrscheinlich sehr, sehr fein sein irgendwie. Und es gab jetzt keine bestimmte Stärke, wie die Mandeln gemahlen sind im Supermarkt. So. Und wir rühren. So, ich habe das Verschenken mal umgestellt. Wer möchte, kann auch noch andere noch ein bisschen mehr beschenken. Ich bin mal so nett. Ist ja bald Weihnachten, ne? Und schon in Weihnachtsstimmung? Ich? Nee, gar nicht. Aber habe ich schon seit Jahren nicht. Also, okay. Das ist nichts Neues bei mir. Ja, also es ist, glaube ich, bei uns irgendwie ähnlich. Nochmal sieben, weil meine Waage ist ausgegangen. Ich bin also müssen wir es wiegen am Ende nochmal, weil... Also, das dauert ja hier Stunden, wenn ich das so mache. Was macht er? Ich kann leider bei ihm gar nicht sehen. Ist das Sieb zu fein oder so? Geht das bei dir gut durch das Sieb, Ninchen? Es geht schon was durch, aber ich habe jetzt das, was nicht durchgegangen ist, natürlich weggehauen, weil man soll ja diese dicken Krümel da nicht mit reinnehmen. Ja. Aber es geht durch meins. Ich weiß nicht, wie fein euer es ist. Kannst du das mal ein bisschen... Wie ist denn deine Schütteltechnik, Ninchen? Also ich klopfe da ein bisschen gegen. Also sieht man das nicht? Warte mal. Ja doch, ich sehe es. Ah doch, da hinten. Okay. Warte, ich komme mal hier rüber. Dann sieht man das ein bisschen besser.
hau das ein bisschen dagegen, dann pluscht das eigentlich hoch. Oh ja, bei Nietzsche sieht das richtig geübt aus. Ja, bei mir sieht das eher so aus, als wollte ich hier irgendjemand hauen jetzt. So, yeah. Wir schlagen das Sieb zusammen, gemeinsam. Oh Gott. Muss aufpassen, dass das nicht über dem Sieb irgendwie reinfällt bei mir gerade. Zeig mal kurz, was du da schon in der Schüssel hast, Mori. Ist ja ein Witz, da kommt ja gar nichts zurück. Ja, habt ihr ein feineres Sieb vielleicht? Sieht jetzt nicht viel feiner aus, ehrlich gesagt. Ja, weil das, was hier drin liegt, ist ja quasi das, was hier rüberfällt schon. Ach so. Also das ist halt das, was bei mir jetzt hier nicht durchgeht, ne, hier im Sieb, und das ist das, was reingefallen ist. Wenn ich hier mit dem Löffel, ja. Ja, okay. Es sieht ja bei Nienchen ganz anders aus. Ne? Ja, ich war, wie hast du das gemacht? Du hast irgendeinen Cheats an oder so. Nein! Cheats? Nein! Das ist hier gar nichts. Das ist ja geil. Ich würde gerne mal kurz gucken, ne, aber. Sonst nehmen wir das halt so, Also, das jetzt halt durch das gelbe Siebjagen ist halt Blödsinn, das ist ja viel zu grob, da fällt ja eh alles durch. Ich kann euch das nochmal zeigen, aber das wird euch natürlich nicht helfen, wenn ich das jetzt hier reinhalte. Das ist halt, wie fein das ist, ne? Also. Ja, und so sieht unseres auch aus in etwa. Was habt ihr denn? Also, ich hab halt feiner, meins ist feiner. Hab halt das hier geholt. Mandeln gemahlen, 200 Gramm. Meins ist viel feiner, das wird so nix. Ja, wir haben es aus dem Edeka, sind das ich. Ja, Edeka ist schuld, ich sag euch. Ja. Edeka ist schuld. Ja. Definitiv. Das ist das Problem. Ticket ist raus. Genau. So, warte mal. Was ist der Unterschied? Ich hoffe, Bierchen kann das erklären zwischendrin mal, was der Unterschied ist. Ihr müsst das Ticket 1 kaufen, damit ich weiß, für was ihr wollt. Ne? Also Tasse oder Keksdose. Und dann könnt ihr, wenn ihr noch übrig habt Punkte, noch Ticket 2 und 3 einlösen. Das ist einfach nur, damit ihr eine größere Chance habt, gezogen zu werden. Das ist gut. Ich hab's schon falsch gemacht. Wieso, was hast du gemacht? Ich hab einfach direkt Ticket 2 genommen. Nein! Du hast keine Punkte mehr für Ticket 1. Egal. Hau mich einfach raus. Ja, nee, Mori, dann nimm's so. Dann kannst du das nicht machen. Ja, ich würde auch sagen. So, also ich bin fertig mit Filtern. Ich weiß nicht, wie ich habe. Ich muss noch kurz wiegen. Genau, also müssen jetzt halt 190 Gramm sollen es jetzt sein. Genau. Oh Gott, warte mal, da brauche ich nochmal einen Teller. Konnte man das gleich zusammenschmeißen in die Schüssel? Eigentlich schon, das, ne? Das Gesiebte? Also das Nuss mit Puderzucker zusammen? Ach so, das kommt dann gleich. Genau, das sollte man dann mischen, richtig. Das wird zum Schluss dann gemischt. Ich erstmal, wie viel ich jetzt hier überhaupt habe. So. Also ich sag mal so, wir kommen 90, aus dem Ruhrgebiet. Ja, Waltraud schreibt halt gerade auch, Morris Mehl hat mehr Feuchtigkeit, so wie das aussieht. Das sieht halt auch wirklich so aus. Es scheint einfach irgendwie... Es ist ja auch tatsächlich, ich will nicht sagen nass, aber es ist jetzt auch nicht so pudermäßig. Ja, genau. Also, wir gucken mal, was das wird. So, wir haben... So, guck mal, Nähnchen hat dieselben Schüsseln wie wir. Was ist das hier? Ja, da die ja. Porzellanschüssel. So, sowas süß? Okay. Wenn so. Gerade ausgelöst ist, kannst du es auch nicht kaufen, du musst kurz warten. Alarm ausrasten. Obwohl, er hat gerade eins geschenkt bekommen. Das Problem ist, für das Geschenkte, Leute, ihr müsst mir dann einfach irgendwie nochmal mitteilen, welches ihr dann haben wollt. Ich seh dich am Ende schon in so einer Excel-Liste vertieft. Ja, ja, definitiv. So, also, Marie, jetzt musst du Puderzucker und Dingens mischen. Mischen? Glaub, das genau, also 170 Gramm Puderzucker und 190 Gramm gemahlene Mandeln, genau. Wie mische ich am besten mit so einem Schneeding oder Gabel einfach, oder? Ja. Was so ein Schneebesen nehmen ist. Wie gesagt, wir kommen ja aus dem Ruhrgebiet, so, na, deswegen ist halt bei uns halt ein bisschen gröber. Ist ja okay. Achso, ja. Cooldown. So. Das sieht aber auch alles so richtig gestrichen glatt bei dir aus. Nimm Schneebesen, Mori. Ja. Zack, 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 zack. Dann ist es ein bisschen feiner. Wir flüstern jetzt einfach alle, dann fallen wir uns ja, das Wort. Nick. Ja, genau. Nick, du kannst für dich selber auslösen, aber wenn du sagst, du willst sowieso ein Ticket verschenken, dann verschenk es doch gleich. Dann mach gleich Ticket verschenken an. Und dann muss mir die Person natürlich sagen, was er haben möchte. Mori, nimm mal bitte einen von den normalen Schneebesen. Ja. Mit dem kriegst du die Klümpchen gefühlt, glaube ich, ein bisschen besser weg.
habe ich aber nur so einen großen hier. Ja, ist ja egal. Ich glaube, das klappt so. Dann immer ein bisschen besser als diese anderen Dinge. Wie geht's eigentlich Maya? Maya geht sehr gut. Ich glaube, die ist am Pennen unten auf dem Sofa. Soll Maya mal Hallo sagen? So, na, was sagst du? Aber die brummt schon hinter mir hier. Nick, meinst du denn, dass du es eher gewinnst als die Person, die dann einfach ein weiteres Ticket hat? Oh, Maya, es steht schon hier. Maya, sag doch mal Hallo zum Chat. Komm mal ab. Vermischt das hier mal? Ja. Ja. So. Den Chat noch gar nicht gesagt, was für Makaros ich eigentlich mache. Was machen wir denn für welche? Die Füllung. Makarons halt, ne? Ja, aber die Füllung, da gibt es doch irgendwie 6 Millionen, oder? Ja, so, wir hatten ja über eine Füllung jetzt gesprochen. Ich weiß nicht, ob Nienchen die jetzt auch machen wollte. Also ich mache es zumindest ähnlich. Also ich habe mir Kinderschokolade tatsächlich mitgenommen. Ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt am Ende, aber... Das könnte auch interessant werden, glaube ich. Ich habe mir halt Kinderschokolade mitgenommen. Weil da stand ja auch extra bei, irgendwie soll keine Kuvertüre sein. Ja, genau. So, na, was haben wir? Wir haben diese weiße Schokolade. Die Schoketten da, die weiße Schokolade, ja. Ja, okay. Wir haben tatsächlich irgendwie so Milka und so gar nicht mehr gehabt in weiß. Oi. So. Also es sieht brauchbar aus. Ich habe keine Ahnung, Leute. Aber es sieht irgendwie glatt aus. Also, wie sagt man? So einheitlich. Ja. Ja. Muss ich das jetzt nochmal sieben? Irgendwie sind da schon wieder Klümpchen drin. Bei mir sind die jetzt tatsächlich weg, witzigerweise. Mori rührt das gerade mit dem Schneebesen. Vielleicht hilft das nochmal. Achso, vielleicht ist das ja vielleicht eine bessere Idee wegen dem Klümpchen. Das hat tatsächlich gut geklappt. Ich als Backexperte, weißt du, ich kenne alle Tricks. Ja, du bist ja Profi, ne? Also, ja. Mensch. Ich frage mich gerade, warum Moris Kamera da so rumhakelt irgendwie. Das sieht nicht gut aus fürs Auge. Oh. Welche? Die Schnittkamera hier? Ja, genau, die Schnippelkamera. Oh. Ja, da müsst ihr unbedingt die App wechseln. Also man sieht schon, was du... Entschuldigung. Alles gut, red ruhig weiter, alles gut. Man sieht schon, was du machst, aber es ist halt so ein bisschen komisch irgendwie. Weiß ich auch nicht. Okay, da müssen wir dann nochmal gucken. Ja. So, okay, Sona. Also optisch für mich, ich kann es mal hier in die Kamera reinhalten. Das ist okay. Ja, sieht nach einer gleichmäßigen Geschichte aus. Ja, siehst du, easy. So. Oder Maya, das siehst du auch so, oder? Ja, was macht Herrchen hier für einen Unfug? Denkst du auch so, das kann doch hier schon wieder nichts geben hier. So. Das Gute ist ja, ich habe ja das Notebook hier, ich kann ja bei dir spicken. Ich kann ja genau sehen, Kaninchen, was du da machst. Was? Ja. Das ist ja frech. Ich kann nicht gucken, das ist so gemein. Kann ich nicht einfach dranhängen, das finde ich gut. Ja, Maya, ne? So. Gut. So, beide ready? Für den nächsten Schritt? Ja. Ihr müsst jetzt Eiweiß steif schlagen. Und zwar soll das 160 Gramm Eiweiß sein. Was? Okay. Ja, jetzt müsst ihr Eier trennen und das Eiweiß wiegen. Also, ja. Es Ne? hört sich viel an, eben. Ich bin gespannt. Hört sich sehr viel an. Ne? Ja. Okay, warte mal, dann nehme ich diesen Teller hier. Und dann das Eiweiß mache ich da rein, das Eigelb mache ich da rein. So ist der Plan. So, 160 Gramm, oder was? Ja, das Eiweiß soll 160 Gramm sein. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, was ein Ei wiegt. Einfach nur, damit ich so ein Gefühl kriege. So, Maya. Die Verschenkungen gibt es. Ich habe jetzt erstmal 5 eingestellt. Ich wollte nicht übertreiben, weil manche Leute haben hier, glaube ich, Punkte bis sonst wohin. Die würden dann jetzt einen Chat beschenken. So, ein Ei wiegt 60 Gramm. Okay, warte mal. Jetzt wird's ernst. Mach mal ein bisschen weiter nach vorne, Mori. Ja. Jetzt wiegt denn das Ding hier? Warte mal, ich tausche das. So, genau. 6. Reparieren wir mal. 7. Das muss aber sauber sein, ne? Warte, das muss ich nochmal sauber machen. Maya, du schließt ja hatte ich doch schon, ne? So. Oh. Zack. Mich sieht man hier hinten gar nicht mehr, oder? Ah ja, gerade so. Was machen wir denn mit dem ganzen Eigelb? Gute Frage. Also ich habe in dem Rezept jetzt nichts gesehen.
dass das irgendwie benutzt wird. Ich gucke nochmal kurz. Warten Sie kurz. Ich glaube, das muss da nämlich gar nicht rein. Nee, es sieht nicht so aus, als bräuchte man das noch. Ich würde es an der Seite stehen lassen, keine Ahnung, was wir damit machen, aber nee, im Rezept braucht man es tatsächlich nicht. Oh, ich habe schon mal... Datum steht übrigens auch auf dem Ticket, Fancy. Sonntag. Oh, und steht sogar beim Auslösen, bei dem ersten Ticket steht es auch drin. Nein, Und Mori, wie viele Eier brauchst du? Warte mal, 30. Das sind einige. Das sind wirklich einige. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Eier überhaupt da habe. Ich auch nicht. Wie viel haben wir denn jetzt hier mit Mori? Also ich bin jetzt beim zweiten Ei. Warte mal, so. Ach nein, verdammt. Oh, ja, ich hatte schon morgen, schreibt Skippy, genau. Ja. Sag mal, Sona, wie viele Eier haben wir denn so in eiserner Reserve? Guck lieber vorher ran. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, so ein kleines Päckchen mit 6 Eiern ist noch da. Kann ich jetzt das Ei gelb da rausfischen? Das klappt doch noch, oder? Also, wenn du eine Plastikflasche hast, ne? Wenn du so eine PET-Flasche, eine leere, kannst du rein theoretisch die so da die Luft so ein bisschen rausdrücken und dann aufsaugen, das Eigelb. Also ich habe jetzt 5 oder du nimmst einfach noch hat auch so geklappt, hat auch so geklappt. So gerade eben noch nicht ganz da. So, also gerade eben noch 52 habe ich und ich brauche 160 bei 2 Eiern. Boah, das, ja, das wird viel. Also 5 kannst du schon mal reinballern. Mit Ballern triffst du bei mir hier. Oh, oh. Alter, ich habe da auch gar kein Gefühl für. Also so gar nicht. Und die Eier sind auch komisch. Das Eiweiß, das ist nicht so... Das möchte sich nicht so richtig runterlaufen, irgendwie. Ich brauche mal einen Taschenrechner. Nein, da ist wieder... Nein. Wieso habe ich hier keinen Taschenrechner drauf? Das ist doch nicht zu fassen hier. So, easy, das wird. So, jetzt sind wir bei 66. Das war ja gar nichts. Ich habe ein Fake-Ei erwischt. So. So. Da ist er doch. So. Brauchen 190 Eier Weiß-Dingsbums. Ah, okay. Das ist normal. Hier, das ist jetzt das 6. Ja. Ei. Okay. Ist ganz schön viel Ei. So, ich muss auch gleich nochmal Schale rausfischen. Und ich bin da. Also ich brauche 6 Eier. Und dann passt es mit den 160 Gramm, oder dann was? Dann passt es bei mir, ja. Okay. Also ich bin jetzt bei 96. Ich brauche aber, glaube ich, 2-3 Eier mehr. Weil meine Technik ist noch nicht so, wie soll ich sagen. Ne? Er sortiert hallo, auch sehr Melakonia, viel mit Eiweiß hallo. Mit raus. Ach so. Ja, es... Ja, aber es ist wichtig, dass da, glaube ich, kein Eigelb reinkommt, weil es sonst kannst du das nicht vernünftig schlagen, dann wird das nicht richtig steif. Richtig, das ist ein bisschen von drin. Ich glaube, jetzt so ein bisschen ist nicht schlimm, aber so, das könnte sonst irgendwie Probleme machen, glaube ich. Wenn ich es rauskriegen würde. Das geht gar nicht. Bist du dir sicher, dass wir Phasmo zwischendrin spielen? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich weiß nicht. Wir setzen mal ein eventuell davor. Ja. Wäre noch nicht so sicher. Fuck, ich will den Chat lesen hier. Ich habe überhaupt nichts gelesen seit, keine Ahnung, seit wann ich streame. So. Das sind 130. Oh, das könnte klappen hier. Wie viel brauche ich? 160, ne? Ja. Ja. Könnte klappen. Ich sehe mich gleich schon schlagen und nichts passiert. Ich weiß ja jetzt schon. Doch, das funktioniert. Das dauert halt nur ein bisschen. Eiweiß schlagen. So. Ich wusste nicht, dass Eiweiß so komisch, eine komische. Das ist wie so ein Faden, der sich immer hier runterzieht. Das ist Eiweiß. Ja, normalerweise haue ich Eier in die Pfanne. So, weißt du, was ich meine? Hier so irgendwas mit aufschlagen und trennen. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal gemacht, da war ich 15 oder so, in Hauswirtschaft, in der Schule.
So, 100. Oh, ich habe 161 Gramm. Perfekt mit 6 Eiern. Weg. Welches wolltest du auslösen? Wenn du das erste schon hast, kannst du das erste nicht nochmal auslösen. Dann musst du das zweite auslösen. Das erste geht nur einmal. Du kannst nur einmal das erste auslösen. Sehe ich schon. Ich darf, vielleicht kann ich Kaninchen im nächsten Ticketsystem programmieren. am besten packst du das Eiweiß irgendwie. Auch, bitte? Ist ungeduldig, glaube ich. Ja, die wollen deinen Merch. Ja. Ich kann das verstehen. Die sollen am Ende übrigens so aussehen. Ich weiß nicht, ob das was wird. Oh, das sieht aber süß aus. Ja, doch. Das könnte sehr süß werden. Mal gucken. Okay, Sona. Ich muss jetzt Eiweiß schlagen, oder was? Genau, das packst du am besten irgendwie in einen von den größeren Messbechern jetzt, das Eiweiß. Den Messbecher, ja. Die Idee hatte ich auch. Gut, Sona. Natürlich, gut, deswegen hattest du auch nicht gerade die große Schale in der Hand, ne? Nein. Kann ja gar nicht sein. So, hier. Und da kommt jetzt das Eiweiß rein, ne? Genau. So, Eiweiß rein. Das ist eine sehr sympathische Masse. Das hat irgendwie was von Gelatine oder so. Weiß nicht. So. Leute, ihr solltet vielleicht, wenn ihr verschenkt, nicht unbedingt Leute nehmen, die schon selber eingelöst haben. Vielleicht nehmt ihr Leute, die sich vielleicht nicht erlauben so können, weil sie keine Punkte haben. Die nehmen Leute, die selber alle schon eingelöst haben. Ich meine, ist ja okay, ne? Also kriegen die halt noch ein Extra-Ticket. So, dann nehme ich einen Schneebesen oder dieses Handrührding? Handrühr. Also ja. Eiweiß steif schlagen per Hand? Nee. Ja, weiß ich. Dann lad mal einfach neu, mach mal F5 und alles. Das kann sein, dass das dann irgendwie hängt bei dir. Wir hatten das schon mal bei den Tickets. Das trifft dann immer einige Leute, die dann nicht auslösen können. Warum auch immer. Ja, Maja, du liegst auch hier wunderbar genau mitten in der Küche. Ja. Ne, und der Herrchen stört dich hier beim Schnuffen in der Küche, ist klar. So, Handrührgerät. Dann brauche ich das mit diesem Mit den Schneebesen da dran dann. Ja, ich habe hier wieder meine Lieblingsschublade hier wieder. So, okay. Mit den was? Entschuldigung? Mit den Schneebesen da. Die hier, ne? Genau. Ja. Vic, kannst du mal Hundebelohnung einlösen und dazu schreiben, welche Tasse du haben möchtest? Hat die gleiche Wertung wie ein Ticket. Perfekt. Ja, stimmt. Ich musste ja immer reden, entweder ich gönne ein Hündchen ein Leckerchen oder ich spare auf Tassen. Das war immer eine sehr schwierige Entscheidung. So. Ah. Da ist er jetzt hier. Der gute von Braun, der mir schon beim letzten Backstream hier die Ehre erwiesen hat. Eventuell ein bisschen Sahnesteif dazu. Sowas haben wir nicht mehr da. Es sollte eigentlich die Sahnesteif? Nein. Also Eiweiß sollte eigentlich so gehen. Klar. Raven ist schon putzig. So. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu laut. Wenn ja, sagt er bitte, ja. Achso, was machen wir denn? Eiweiß schlagen. Ich versuche jetzt. Das Ei zu schlagen? Ja, mit dem Handrührgerät. Musst du da noch was reinnehmen? Ne? Erstmal nur schlagen einfach. Einfach nur fest, ja, genau. Also, ich denke mal, dann irgendwie so dieser typische Trick, wenn man das Gefäß dann auf den Kopf stellt, darf es nicht rausfallen, oder? War das nicht bei Eiweiß so? Ich glaube, bei dem müssen wir gucken, es muss so, wenn du das die Dinger rausziehst, so eine Nase ziehen. Ich glaube, das hatte ich in irgendeinem Video schon gesehen. Das steht da sogar. Also da steht allerdings nach dem Punkt, dass da Lebensmittelfarbe rein soll. Es sollte nun steif genug sein, dass die Spitzen in Anführungsstrichen stehen bleiben, wenn man den Mixer aus der Masse zieht. Was für Spitzen? Wenn du den Mixer jetzt hochnehmen würdest, dass da so, dass die Form so bleibt quasi. Ja, ich verstehe. So, ich habe den Turbo-Modus eingelegt. Man hört gar nichts. Das ist gut, das ist schön. Das ist auch Stäbchen. Im Discord zumindest nicht. Nee, im Stream auch nicht gut, dürfte, nee, wenn man es im Discord nicht hört, im Stream auch nicht. Das blendet das Mikro brav aus. So, ich mache auch mal an, das könnte laut werden. Konzentration, fast wirklich, dass hier das Ei trennt, ja. So. Das sieht gut aus. Aber das ist mehr so ein Eischau. Warte, ein bisschen muss ich noch.
Oh, jetzt kommt Maya zu mir. Ja, und backst du gerne Kaninchen oder wie kamst du jetzt zu deinem Backmarathon? Oder ist das so eine Tradition bei dir? Sorry, ich höre gerade nichts. Ja, was? Also backen eigentlich an sich nicht so. Ich mache eher so Schokokrossis, Mandeln, sowas in die Richtung. Das ist ja Oh. nicht unbedingt backen. Das mit den Keksen ist eigentlich nur, weil ich ja die Keksdosen hier Ja, so ist verlose okay, und da muss Monique. ja irgendwie ein bisschen was rein, ne? Also deswegen Ist fast schon zu Ja, fest, glaube stimmt. ich. Gibt's Kekse Oh, ist das dazu? denn zu fest? Das ist doch nicht zu fest. Gibt's zu fest? Okay, ich muss, glaube ich, noch weitermachen. Das ist, glaube ich, noch nicht. Wir gucken, aber lass mal so, Marie. Ich glaube, das passt schon so. Das ist gut, ja. Gibt's da zu fest? Alles gut bei euch? Ja, bei uns ist alles gut, liebe Schäfer. Wir freuen uns jetzt auf die Feiertage und wir versuchen uns hier anpacken und bis jetzt. Naja. So. Ja. Und ich hoffe, bei dir ist auch alles gut. Und du hast schon Urlaub und wieder Entspannung in der Firma. Das war ja sehr stressig bei dir. Ich hoffe, das hat sich ein bisschen beruhigt. So, da. Als ich Habt nicht ihr. reagiere, tut es mir leid, weil ich höre nichts. Ich bin noch am Steifschlag. Ich glaube, das ist Alles gut, ich nicht. bin bei meinem Chat, alles gut. Okay, gut. Habt ihr denn schon frei? Nee, ich muss dann bis Freitag arbeiten, also bis morgen noch. Und Sohne hat aber jetzt schon frei. Sohne hatte heute ihren ersten freien Tag, oder? Ja. Ja, der war frei, in Und ja, weil Maya weckt da trotzdem. Das ist ja leider, ne? Nee, darf morgen noch. Siehst du, liebe Schäfer, muss morgen auch noch ran, ja. Ja, siehst du. So, Milan Kunja habe ich auch kurz gelesen. Hallo Schnuffs. Ich hoffe, bei Milan Kunja ist auch alles gut. So, das sieht doch gut. Brauche ich nochmal dieses Handrührding oder kann ich, oder. Für die Füllung später vielleicht, ich weiß es nicht. Leg's erstmal an Dann die Seite. ja, ich stelle es mal an die Seite. Ich muss nur das Notebook wieder anschließen wegen dem Strom. So, aber das kriegen wir ja alles hin. So, zack, 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 zack. So. Und rein da. Wie dolle muss denn das geschlagen werden? Dass es Also, das tut, so was dass man diese will. Spitzen stehen bleiben. Also bei Mori ist das schon drüber quasi. Also schon sehr so Bei mir ist das eischaumäßig. wie so ein 3, so eine 3D-Höhle, so ein Guss. Hallöchen, Gunsing. Wie gesagt, beim Beziehen, also es ist fest, aber Zeig es mir mal die zieht nicht. Kamera, vielleicht kann man dann kann man vergleichen. Warte, ich hole mal. Irgendwie. Also es ist sehr fest. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu fest ist. Ja, das ist ähnlich wie bei mir. Doch, das Also sieht wir gut sind auf aus. jeden Also Fall. das ist, wenn du ja. da Zieht jetzt halt diesen nicht diese Schneebesen Nase. reinmachst und das hochziehst, dann bleiben ja die Spitzen quasi so. Dann bleibt die Form Naja. ja. Also das ist halt Aber es schon ist sehr fest. fest. Das ist jetzt Eischaum. Wir müssen mal gucken, ob die Konsistenz funktioniert. Na klar. Das passt Das kann doch klappen. Aber Wie das ist was gut, die arbeiten, ihr seid dann auf dem gleichen Level. Das ist auch super. Ja. das finde ich gut. Aber Hey. ihr wisst ja, bei so einem Backrezept bauen die doch immer so ein paar Toleranzen ein, versteht ihr? Ja, Das wird schon ja. klappen. Beim Backen gibt es leider gar keine Toleranzen. Liebe Schäfin schreibt, aber bitte nicht den Kipptest über den Kopf machen. Also ehrlicherweise, das geht. Ich würde es Ich habe machen, es aber jetzt ich habe sogar jetzt hier gemacht. dieses Stückchen. Ich glaube, die fallen sonst gleich runter. Aber es geht. Ja. Farbe darf rein, glaube ich jetzt, ne? So, genau, Lebensmittelfarbe untermixen. Bei Mori würde ich sagen, weil wir haben so eine flüssige Farbe. Ich würde da jetzt wirklich erstmal so auf die Masse zwei, drei Tropfen machen. Und Ja, dann welche mal Farbe unter. möchtest du denn haben? Lila, Oder der Chat ich darf. bin. Was? 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 Ach so, ja, Kaninchen weiß ich jetzt schon, welche Farbe sie nimmt. Die habe ich hier auch. Was? Ja. Was? Smaragdgrün heißt das hier. So. Dann, aber ich nehme da mal ein bisschen so, ein bisschen. Lieber Chat, worauf habt ihr denn hier Bock? Ich hätte hier gelb, orange, babyblau, lila und rot. Ich bin für lila. Ja, aber lila ist so dunkel. Ich finde sowas, was Ja, knallt, das wird ja aber. heller. Das ist ja nicht so deckend dann. Ja, orange steht ein Overlay schreibt. Also ja, was sagst du? Also orange haben wir jetzt. Ja, wie du Und willst, ich alles gut. vielleicht gleich am Anfang Kann reinmischen man den müssen? nicht mixen? Also es ist jetzt so in der Reihenfolge, wie es im Rezept steht. Ja, also gefühlt hätte ich es, glaube ich, vorher reingemacht. Wenn ich jetzt hier rummatsche, dann ist doch gleich Und der jetzt so. Schaum Die wieder. Frage ist natürlich, ob das irgendwas macht mit dem Eiweiß, dass man es dann nicht mehr richtig schlagen kann. Das weiß ich halt So, das nicht. erst. Ja, gut, okay. Ich kenne das leider auch noch nicht so mit Eiweiß. Also bei mir ist Sollen es auch mehr irgendwie so fluffiger Schaum geworden. Ich wir. weiß nicht, ob das so muss.
Wir gucken mal, wie das funktioniert. So, ich habe übrigens, Queen, ich habe Mist erzählt. Das ist nicht lila, das ist violett. Ich als Mann habe keine Ahnung, wo der Unterschied ist, aber... Das ist dasselbe, keine Sorge. Okay. Für dich. Gut, dann nehmen wir violett einfach mal. So, jetzt nur ein paar Tropfen. Ich würde nur 2, 3 Tropfen reinmachen und das dann mal untermischen und gucken, wie das so kommt. Okay. Ich habe, glaube ich, das falsche Grün genommen. Verdammt. 1. Oh. 2. Und 3. Und dann würde ich dieses weiße Ding nehmen zum Unterheben quasi. Weiße? Ach, diesen Teigschaber. Ja, da. Ja, genau. Ja. Wo haben wir den denn jetzt? Teigschaber, where are you? Also kurz nochmal zur Erklärung, weil ich das gerade bei Kaninchen im Chat auch lese. Also Eischnee, für Eischnee ist das definitiv richtig, was ihr gemacht habt. In dem Rezept steht halt, dass die Spitzen stehen bleiben sollen, wenn man den Mixer aus der Masse zieht. Das wäre vorher schon der Fall, wenn das halt noch nicht so ganz fest ist. Aber ich denke, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das schlimm ist, wenn das Eischnee ist. Sehen wir ja gleich. Schlimmer ist, dass ich das falsche Grün gegriffen habe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Schrecklich. So. Muss alles nochmal machen. Und schon wieder 160 Gramm Eiweiß. Oh, aber ich bin mein Kaninchen. Ich weiß nicht, ob ich das hier kaputt mache gerade. Geh mir da auch nicht. Man sieht nicht, was du machst, Herr Einfach. Entschuldigung. Was ist das denn für ein Lila? Nee, das ist halt noch pink, weil das ist zu wenig. Sieht in der Kamera gerade ganz wild aus. Warte mal, vielleicht ist sie farbtreuer, ich weiß nicht. Ja, die sieht farbtreuer aus, das ist pink. Das sieht aus, wie als hätte ich da ein Schwein püriert. Oh Gott. Also noch mehr Farbe rein, glaube ich. Matt schreibt es. Matt, ja, und ja, aber wirklich. Wow, nein, da ist dieses Plastikding reingefallen. Ey, wer baut denn sowas? Wir machen jetzt Mett-Makarons. Ja. So, ich nehme einfach nochmal 3. Aber ich will jetzt nicht zu viel rühren, weil ich Angst habe, dass ich das kaputt mache. Oh, das war jetzt ein guter Schuss. Auch nicht. Nee, so richtig rühren sollst du auch nicht, sondern so unterheben halt, ne? Also langsam. So, bedächtig, nicht einfach rühren. Ja, aber dann noch was rein? Kannst du sonst das auch in eine andere Schüssel nochmal machen, wenn dir das einfacher fällt. Ja, geht schon. Aber dann verteilt sich das halt nicht so gut, wenn ich das nur so unterhebe. Wieso ist Backen beliebt? Wir sehen nichts, Mori, wir sehen nichts. Was ist denn das für eine Farbe? Ja, du hast mir das hier hingestellt. Was ist das für eine Farbe? Ich stell mal die Eigelbs weg. Kaninchen, das müsstest du jetzt sehen. Scheiße, ich will es sehen. Es ist irgendwie. Aber meins ist auch nicht so, wie ich wollte. Also, sieht so mintgrün aus. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. Ja, ich sehe es. Ja, stimmt. Ja, das hat ja fast so was. Wie so pastellmäßig bei dir, ne? Ja. Ich weiß nicht, ja. Das so, Sona, wie sieht das aus? Das ist doch genau die Farbe, die du wolltest. Nee, irgendwie gar nicht. Was ist denn das für ein Lila? Allgelb, so riechst du, genau. Sag mal, da musst du noch Zucker rein, ne? Muss mal gerade gucken, der kommt. Und wo soll denn der Zucker überhaupt rein? Warte mal, ich guck mal gerade. Das ist eine gute Frage. Bla 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 bla. Die haben den Zucker vergessen in dem Rezept. Hier, Puderzucker und Mandelgemisch unterheben per Hand. Ja, oder Puderzucker. Auf leichter Stufe mit dem Puderzucker, aber nicht den Zucker. Da ist ja auch normaler Zucker noch mit oben in der Zutatenliste. Boah. Wo kommt denn der Zucker hin? Der kommt hier tatsächlich. Hätte der ins Eigemus? Aber in die Füllung? Nee, ich glaube nicht, weil wir da schon Schokolade und Sahne haben. Das wird ja ein bisschen heavy, wenn da noch Zucker rein muss. Der Zucker, weil wir schon so viel Puderzucker drin haben oder so? Warte mal. Oder so, mal einfach mal Zucker reinjagen. Es sieht aus wie Mousse aus Schokolade, schreibt Skippy. Ja, es ist, also, ich habe keine Ahnung, was ich hätten hier mache. Hätten wir mal orange genommen. Ja, also die Farbe ist wirklich, ich kann ja noch mixen. Ich kann ja jetzt einfach noch ein bisschen orange reinballern. Und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ich habe, wie gesagt, Angst, dass das Eiweiß dann kollabiert. Wenn das der Fachterminus ist für... Keine Ahnung. Also Zucker kommt da nirgends vor, tatsächlich. Hä, warum steht denn oben Zucker mit drin? Ich habe das auch eins zu eins so von dir kopiert eigentlich. Guck jetzt mal ganz schnell, weil ich eh gerade am Rechner bin.
Makaron-Rezept. Ja. Da wirklich nicht irgendwie, nicht, dass wir was vergessen und dann. Ja, ja. Das schmeckt mir am Ende wie so ein Pizzateig. Aber Mori, du kannst das trotzdem schon mal in eine größere Schüssel packen, weil du da gleich das andere Zeugs noch unterheben musst. Jo. Also hier ist auch Zucker mit drin, aber nur 10 Gramm. Und auch leider nicht die Angaben, die wir da jetzt gerade haben. Ich gucke aber mal, wo der Zucker hier denn hier reinkommt. Die Hälfte ist jetzt ja schon Puderzucker. Wenn man da jetzt noch 150 Gramm Zucker reinpackt. Kann ich das probieren, ohne dass ich das umfall? Ich glaub, kann ich das einfach probieren, ohne dass ich umfall? Weil ich sag mal, da kann man ja gucken, ob das süß ist. Ja, süß ist es. Nee, ist es. Kann, da, ist ja noch kein, da ist ja noch kein Zucker drin, wo du jetzt gerade bist. Dann ist da Puderzucker drin. Ah, nee, das steht ja hier. Stimmt. So, warte mal hier. Das stimmt, das stimmt. Also der Zucker hätte in das Eiweiß gemusst, das habe ich mir nämlich schon gedacht, aber 150 Gramm Eiweiß, Zucker meinte ich in das Eiweiß. Also wenn der 100, da ist ja die Hälfte schon Puderzucker von der Masse quasi. Kann mir gar nicht vorstellen. Ich finde Backen geil, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich würde sagen, wir können ja ein bisschen Zucker reinmachen noch, aber ich würde da jetzt auch nicht mehr. Weil die haben Puderzucker. Genau. Und dann noch die Füllung, also noch die Füllung, die wird bei mir schweinesüß, das weiß ich jetzt schon. Ich glaube, dann ist es nicht so schlimm, wenn meine da jetzt nicht so. Also ich habe jetzt nach Gefühl mal Zucker reingemacht. So. Ich mache mal ein bisschen Zucker, machen wir noch rein. So. Das sieht gut aus. Sugar. Das waren jetzt bei mir maximal 15 Gramm oder 20 oder so. Also viel habe ich da jetzt nicht reingemacht, weil das passt für mich nicht. Ja doch, damit die Masse Stand kriegt. Aha, schreibt das liebe Schäfchen. Aber würdest du da jetzt, liebe Schäfchen, jetzt 150 Gramm reinmüllern? Reinmüllern. Vor allem das fällt hier bei mir schon so ein. Ja, aber das kann natürlich sein. Warte mal, Puderzucker hat ein anderes Verhalten bei sowas als normaler Zucker. Ja gut, klar, aber der Puderzucker, der ist noch hier. Also der ist quasi noch mit den Mandeln woanders. Die beiden Sachen, die ihr da habt, die müsst ihr ja eh schon zusammenmischen gleich. Also Puderzucker und Mandelgemisch unterheben per Hand oder auf leichter Stufe mit Mixer. So, fertig. Ich habe jetzt nochmal einen guten Schuss reingemacht. Ist ja auch eine Süßspeise. Der darf ja auch süßer sein. So. Hätte eine größere Schüssel nehmen sollen. So. Das war jetzt der Kompromiss, liebe Schäfchen. Ich habe jetzt quasi so ein bisschen noch mal reingemacht. Und das andere muss wirklich da jetzt rein, ne? Hier ist das Mandelpuderzucker-Gedöns. Ist das so? Nochmal bitte? Bitte. Mandelzeug soll da jetzt rein, ne? Genau, also Mandelzeugs mit Puderzucker. Gut, dann viel Glück, Leute. Das wird... So. So, das rühre ich oder mache ich dann wieder mit dem Mixer? Ich glaube, ich hebe es nur. Habe ich gerade vorgelesen, oder? Per Hand oder auf leichter Stufe mit Mixer? Ach, auf leichter Stufe. Ich mache per Hand, ich traue dem hier nicht. Ich traue dem hier nicht. Ja, wobei, warte mal. Hallo, Reh. Hallo, Reh. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Reh, du bist genau richtig. Das ist eine wundervolle Farbe bei Mori. Hey, das soll lecker werden, Reh. Was sagst du dazu? Ach, geil. Das ist so ein typisches, warte mal, also wenn du jemanden in der Familie dann hast, den du nicht leiden kannst, den schickst du das dann als Geschenk. Ja. So, und dann machst aber du noch extra so ein schlechtes Gewissen. Wer weiß, wie das aussieht. So, ich hab extra Kekse für dich gebacken, weißt du? Oder so. Mach jetzt auf einfacher Stufe, ganz einfach. So, also nichts Turbo hier, sondern schön auf 1. Wie geht's dir, Reh? Alles gut? Bist du schon in meiner Stimmung? Sona, hättest du den theoretisch, wenn du die Tasse 1 ausgelöst hättest, noch Geld für ein zweites Ticket gehabt? Nee, ne? Nee, ich habe 11.000 Punkte. Nee, okay, dann wäre sowieso nur eine gewesen. Nee, dann ist das nicht so schlimm. Ist natürlich jetzt doof, dass du 10.000 natürlich jetzt dafür reingeballert hast. Aber mir hat schon wieder einer die Punkte gerade wobei, Leute, sehe ich gerade. Achso, okay, dann kann ich jetzt einfach das eine Ticket wieder einlösen. Ah, ich wollte gerade sagen, könnt ihr es zurückgeben. Danke dir, Bierchen. Dann mache ich das jetzt auch einmal in richtig. Einmal in richtig. Ich mache auch gleich in richtig. Ich brauche erstmal Ticket 1 alles richtig. Gut.
Genau, erstmal Ticket 1. Aber man muss warten, ich weiß nicht, wer von euch jetzt gleich zuerst auslöst. Alles gut, so, so hat mich ein bisschen ich, cool down. Eiskalt ich. So. Soll das so aussehen? Das sieht eklig aus. Es sieht, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich hier habe, aber das ist doch nicht hier. Das sieht also, ekelhaft aus. Ich bin mir der Sache gerade auch noch nicht so sicher. Was ist das? Vor allem, das fällt immer mehr zusammen. Ich weiß nicht, ob das so muss. Ich bin jetzt schon so im Bereich Schaumsuppe. Ja, ja, fühle ich. Habe ich auch. Sehr gut. Bin immer noch auf Arbeit, also mir geht's bestens. Auch Amarey. Oh. Eieiei. So, dann stellen wir das hier wieder hin. Dann machen wir Notebook wieder dran. Das ist auch nicht so ein geiles Zeichen, wenn man so einen Stecker in die Steckdose steckt und es knallt immer, ne? Oder? Naja. Das ist nicht gut, glaube ich. So ein kleiner so Klong macht. Sehr sympathisch. So. Ja, das so nah. Das sieht echt ekelhaft aus. Also, so, das bei den anderen, essen. Da sah das so farbenfroh aus, so leuchtend. Und bei mir sieht das aus, als wäre hier eine Blutkonserve irgendwie hochgegangen. Bei mir sieht es aus wie so, weiß ich nicht. Oh Gott. Wie so oh grüne Gott. Spucke oder so, ich weiß es noch nicht. Das Problem ist ja auch, keiner von uns weiß, wie das jetzt wirklich aussehen soll, ne? Nee, die Konsistenz halt jetzt, wie, muss das so sein? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hallo Daxero, wie ist bei dir die Lage? Hallo, alles schnuffig, hoffe ich. Wo ist Sonas Grinch-Cosplay? Das ist doch hier. So. So, meins ist drin. So, was haben wir denn zunächst? Ja, warte mal. Also, genau, die Kaninchen ist ja noch beim Einrühren von dem Puderzucker. Und ja, dem, ich bin vorsichtig, deswegen. Genau, wir warten mal, bis sie auf selben Stand ist. Ich lese mal gerade den nächsten Schritt vor, der gehört da jetzt auch so ein bisschen zu. Die Konsistenz sollte so sein, dass die Masse nicht zu flüssig, aber nicht zu Pizzateig fest ist. Mit dem Spatula, ich bin noch nicht fertig, mit einem Spatula sollte man etwas Masse aufnehmen und eine 8 zeichnen. Bleibt diese 8, 2 bis 3 Sekunden sichtbar, ist die Masse gut. Das ist aber ein Spacko, was? Ein Spacko? Hier mit so einem. So ein Kuchenschaber-Ding. Ja, so ein Ding, wie du da gerade hast. Jetzt wissen wir, wie es heißt. Da soll ich jetzt eine 8 mitmachen, oder was? Wie mache ich denn eine 8? Weil das läuft ja doch. Nee, also ich habe hier. Nee. Es reißt halt vorher ab. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also. Mach doch mal auf der Küchenplatte jetzt einfach mal eine 8. Auf der Küchenfläche, auf der Arbeitsplatte. Ich würde es im Behälter machen. Also man kann es schreiben, aber es reißt halt vorher. Eine ich weiß nicht, was so gut ist. Dann bleibt diese. Ach, in der. Was soll ich denn die Arbeitsplatte jetzt? Wahrscheinlich in der Arbeitsplatte ruhig ein. Das ist auch eine komische Bezeichnung. Also meins ist zu flüssig, das weiß ich jetzt schon. Meins ist, glaube ich, gut. Also meins könnte wahrscheinlich ein bisschen zu fest sein. Also wenn deins zu flüssig ist, meins zu fest, wollen wir es zusammenschmeißen? Ja, dann passt es auch mit der Farbe vielleicht. Es wird auch eine interessante Farbe, ja. Wer weiß, was da rauskommt. Mori, das wird. Hier wird schon hier Motivation, wird wir hier schon. Ich weiß halt nicht, wenn man da jetzt wieder mit dem Mixer nochmal richtig dran geht, ob das nochmal ein bisschen fester wird. Wird das dann fester oder kaputt? Gut. Sona ist wieder krank. Nee, Sona hat nur einmal gehustet. Die hustet immer. Genau. Alles oder mache ich tatsächlich noch mehr Zucker rein, weil liebe Schäfchen, der schrieb, dann kriegt es Stand. Und mit dem Zucker nee, und Eiweiß nee, ist vielleicht besser. Aber doch nicht, wenn du jetzt stumpf Zucker einfach reinmachst. Doch, Zucker und dann rühre ich. Mach mal, ich bin gespannt. Okay, irgendwie traue ich diesem gerade gar nicht. Ja, wir müssen boah, beleben, Mori. Sona. Wir müssen beleben, doch, das muss hier werden. Was hat er gemacht? Ein halbes Kilo Zucker rein, so nach Gefühl. Ja, aber das wird, guck mal, Scheiße. Das ist schon ganz anders. Doch, das ist es. Das ist, ich fühl's. Ich fühl's, sag da. Ja, jetzt kann ich hier theoretisch auch eine 8 rein. Also, mir hält zwar nicht, aber. Also. Reh möchte, doch, dass du Salz nimmst. Warte, dass ich was nehme, Entschuldigung. Salz. Ja. Ui, großzügig. Wo war denn das großzügig? Das war eine, wie sagt man, eine Prise Zucker war das. Prise? Eine Packung leer war. So eine faustgroße Prise quasi. Ja, es muss ja auch süß schmecken. Ja. So. Nicht mal Maya hat mehr Bock, die ist jetzt hier oben am Pennen. Oh Gott. So, also ich bin mit meinem Zeug, glaub, also besser wird's nicht, sagen wir mal so. So, also ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Mal eine 8 da rein. Ja, ich mal da mal eine 8 rein, pass auf.
So. Vielleicht ja, also die halbe rum. Acht, verstehst du? Ich ziehe mit der anderen Acht dann alles wieder kaputt. Aber also mit ein bisschen Fantasie war dann eine Acht. So, vielleicht mit dem Strohhalm Luft runterpusten. Wie bitte? Alter, jetzt bist du auch noch frech, Alter. Skippy, was ist das denn? So. Ja, also. Ist schon fester geworden. Soll ich mal auf Risiko gehen? Danke, Reh. Auf Risiko gehen und mit dem Mixer noch mal ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man das dann eher kaputt macht oder dass es fester wird. Ich habe keine Ahnung. Versuch's. Ich weiß nicht, ob das so aussehen soll. Versuch's. Komm, Power. So grinselig bei mir. Sieht das bei euch auch so grinselig aus? Ja, da, also es ist keine gleichmäßige Farbe. Das sieht aus, als wollte ich ihn lila Beton angemischt. Also schön ist anders, das stimmt. Das ist, sieht irgendwie richtig eklig aus. Es ist bei dir auch. Aber es ist von der Konsistenz ein bisschen ähnlich wie bei mir. Bei Ninchen ist die Farbe auch sehr interessant geworden. Ja, ja. Oh, sieht aus wie Kotze irgendwie. So, also wir knallen noch mal ein bisschen auf Stufe 1. Wie kriegen das da jetzt rein? Eieieiei. Wann kommt die Morre-Version von dem Song, von dem Rickrolled? Ja. Ich weiß nicht, ob der Morre noch singt, ey. Das war eine Weihnachts-CD, da kommt das für. Da warten alle drauf. So, das reicht schon. So. Es ist genau wie vorher. Okay. Ich warte nicht, dass ich das komme. Ist ja okay, Bierchen, ist okay. So. Da. Was ist das? So, Leute, ich muss mal ganz kurz, weil ich heiß bin auf die Tasse von Kaninchen. Ich muss mal eben hier, nee, sowas nicht. Denk dran, du musst erst Ticket 1 machen und dazu schreiben, was du willst. Nee, mach das nicht so doof wie ich. Legen wir hin. Okay, also, wo steht denn das? Ticket 1, Tasse oder Dose? Das muss ich dann dazu schreiben, oder was? Ja. Was ist denn, wenn ich beides haben will? Da muss ich das zweimal einlösen, oder was? Ich mach mal einfach Tasse, komm. So, das hat geklappt. Ja, wenn du noch was übrig hast, könntest du noch ein zweites einlösen. Achso, okay. Kann man, okay, aber das, also ist, das kostet halt mehr. Das kostet halt keine 5, das kostet dann halt schon 10. Also man kann jetzt nicht ein Ticket für 5.000 einlösen, einmal für Tasse und einmal für Dose, oder? Nee, das nicht. Okay, schade. Sonst hätte ich jetzt noch eins online, aber so habe ich nur noch 6.000. Aber leider. Ihr könntet ja euch absprechen, nehmt einer Dose und einer Tasse. Sei denn, ihr wollt das nicht teilen, dann ist es natürlich. Nee, wir teilen nicht. Morris, wenn Morris was gewinnt, gehört das eh mir. Achso, ja, ja, alles ist doch größer nämlich. schön. Ja, ich habe ja 8000 Punkte. Ich lasse das mal hier laufen bei dir und dann sammle ich vielleicht noch 2000 Punkte heute und dann, ja, dann hole ich nochmal für 10. So. Sona, also, das ist mein Teig. Ja, besser. Also, mir fällt jetzt auch nichts ein, wie man das noch fester kriegen könnte. Einfach mehr zurückschreiben. Genau. Aber wäre eh eine gute Idee, aber ich lasse es lieber. Seid ihr beide ready für den nächsten Schritt? Ja. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, aber ich glaube. Wir werden es erleben. Ja. so, wir waren jetzt bei die 8 haben wir gezeichnet. Mit der Spritztüte einfacher runder Aufsatz auf Backpapier verteilen als Klecks, da sie von alleine verlaufen. Also genug Platz lassen. Es eignet sich am besten Papier auf Silikon. So, das heißt, ich brauche jetzt deine endscharfen Matten, die du hier am Start hast, ne? Genau, und ich glaube, du musst ausfüllen, müsstest du mit dem Teig nur diesen inneren Kreis dann, diesen Punkt quasi. Ja, den Inner Circle, ja. Genau, und dann verläuft das wahrscheinlich geplant auf den zweiten, ich weiß es nicht. Mein Chat eskaliert ein bisschen. Die Tassen sind Krieg. Zieht das Ding hier nicht mehr ab. Das wird noch eine Schlägerei. Das sieht ja ekelhaft aus. Ich lese den Beutel hier reingießen. Ich lese den zweiten Punkt einmal kurz vor. Das Backpapier schlagen, also anheben und auf Arbeitsfläche fallen lassen, circa 8 bis 10 cm Höhe, das beseitigt die Blasen. Also ihr müsst dann irgendwie das
Ding noch hochnehmen und wieder fallen lassen. Locker. Ich glaube, wir das mit diesen Matten, glaube ich, schwierig wird. Ich weiß nicht, du solltest vielleicht gucken, ob du diese Matten, ob du das schon auf Backblech und das Gitter legen willst, ne? Ja, gute Idee. Hatte ich auch. Natürlich. So. Wir machen einmal hier schwarzes Backblech. Muss ich Backofen mal vorheizen? Wie sieht das aus? Nee, der muss ja erstmal ruhen gleich, ne? So. Ja. So. Dauert je nach Wetter 25 bis 45 Minuten. Ich glaube, ich habe da zu viel genommen. Je nach Wetter? Was? Ja, je nach Temperatur halt. Warum auch ich? Ja, was? Bei Backen ist ja alles möglich. Ja, bei dir auf jeden Fall. Ja, allerdings. So. Gut, dann muss das jetzt da hier drauf. So, dann kriegen wir alles hin. So. Passt nicht so ganz, weil das hier sich an der Seite wölbt, aber das macht nichts. Gut, jetzt muss ich diese Spritzpistole mit dem Zeug füllen. Genau. Kaninchen ist das schon voll am Start, was ist das denn? Wie hast du das da reingekriegt überhaupt? Mit dem Löffel. Ah, oh, klebt ein bisschen, aber es geht. Nimm doch so eine, diese kleine Suppenkelle da. Aber es läuft die ganze Zeit raus, das ist ein bisschen blöd. So. Ja, stimmt, das ist jetzt so, ja, da muss ich jetzt auch aufpassen, warte mal. So, ich passe auf. Oh Gott. Kann ich das nicht unten zumachen? Nee. Kann ich nicht, ne? Dass ich quasi sage, ich will jetzt noch nicht loslegen. Ja. Habe ich eigentlich auch drauf gemacht, aber mir ist es trotzdem rausgelaufen. Warte Hat mal, also okay. Super funktioniert. Was ist, ich krieg ja jetzt schon einen, einen Wutanfall. Wie soll ich das hier reinkriegen? Also, ich stell mal hier drauf. Du hast da wahrscheinlich keine Halterung für, ne? Doch, hier ist ein Nupsi ist hier tatsächlich dran. Nee, ich meine, wo du dieses Tütchen reinlegen kannst. Ich habe gerade eine Idee, aber da will der Kaninchen bestimmt gerade drauf hinaus. Schmier mal noch nicht voll da. Ja, okay. Soll Kaninchen weiterreden, vielleicht hat er noch eine bessere Idee. Nimm dir mal sowas hier. Kannst gar nicht gucken, ne? Hier so ein Messdings. Ja. Messbecher. Und pack die Tüte da rein, dass du hier oben dann einfüllen kannst. Also, dass das so aufgeweitet wird und da oben kannst du dann, kannst du dann einfüllen. Ja, der Groschen ist gefallen, glaube ich. Ja. Ja. Man sieht aus wie Kacke, aber okay. So. Ja, aber das kann sich nicht so ganz hier raus. Dann nimm doch den schmaleren Messbecher. Wir sind aber gleich hoch. Warte mal. Also, die werden nicht gleich groß. Jetzt, da bin ich gleich gespannt, wie Kaninchen da gleich noch formt. Also was ich machen kann, ich habe hier. Du machst dieses Ding ja eh nicht komplett voll, ne? Also mach erstmal langsam. Halt, ich wollte da jetzt hier die Schüssel reinhämmern, was los? Wann kommt der Schritt, wo Mori die Küche zerstört? Och, das dauert doch nicht mehr lange. Wir sind kurz davor. So, pass auf, wir nehmen mal den Messbecher. Ich bin hier absolut. Ich habe mir früher eine Ausbildung, weißt du, wenn ich dann irgendeine Aufgabe hatte und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich überhaupt machen soll, aber tu so, weißt du, als wüsste ich hier irgendwie... Stopp. Das war jetzt so gedacht, dass du den Rand da drüber stülpst. Das gibt jetzt auch gerade geschrieben. Das geht nicht, weil das Problem ist, dann reiße ich es auf. Das ist nicht hoch genug. Das ist so schmal? Hast du sonst was anderes? Ein hohes Glas oder sowas würde hier vielleicht auch gehen oder sowas? Nee, es geht ja darum, dass das aufgehalten wird quasi. Aber pass auf, ich hab eine Idee. Wir müssen nur ein bisschen belieben, pass auf. So. Und dann. Schwupp. Ich überlege gerade, ob ich gerade nur Kreise mache, weil das eh schon echt schwierig ist mit diesem Zeug. Aha, hier geblieben. Oh, Handschuhe. Das geht doch nicht. Nee, ja. So, dann lacht sich schon kaputt, ich finde das gut. Ja. Queenie hat eine gute Idee. Ich bin mal kurz auf. Was ist denn jetzt? Achso. Ja, ich glaube, sie kommt mir gerade zu. Achso, da geht helfen wahrscheinlich, ne? Ja, das ist aber gemein jetzt. Das ist aber eigentlich unfair. Ach Quatsch. So. Nee, sie will ja nur helfen, damit du deine Tüte da irgendwo wahrscheinlich reinpacken kannst. Also, ich finde, Leute, das sieht richtig aus. Machst du toll. Das sieht irgendwie aus wie so ein Unfall. Ja. Sorry, wenn das gerade laut ist. Alles gut, ich höre nichts. Passt. Lass mich Handschuhe anziehen, Sona, dann mache ich das schon. Pass auf. Ich mache das einfach mit Handschuhen und dann kriegen wir das ganz easy hin hier.
kleben die Hände danach und nicht so. Prioritäten setzen, okay. Alter, das sieht aus wie ein Unfall. Also bei mir, ne? Ich sehe dich nicht. Wie hast du das denn hingekriegt jetzt? Wieso kannst du das denn? Wer jetzt? Was weißt du, was weiß ich noch nicht über dich? Kannst du doch irgendwie heimlich tanzen oder so? Wer denn jetzt? Der Sohne hat es geschafft, das Ding umzustülpen. Über die Messküche. Ja, ich war jetzt zu blöd. Danke, Queenie. Queenie hat den Tipp gegeben oder so, ne? Oder? So. Achso, oder Sona geht kurz runter und hilft. Das war, ja, siehst du. Das war's, ja. Ja, Leute, das ist ja alles so. Mache ich das Ding jetzt randvoll? Ja. Nein, natürlich nicht. Ist immer so eine gute Kelle noch. So. Das kann ja. Herr Bär hat gleich alle Tassen hier, alle Tickets gelöst, okay. Tschüss, Wip. So. Und meinen Ruhm auf für die Tasse. So, Leute, mach ich da jetzt noch Ohren dran? Ich trau mich nicht. Das stimmt, du hast ja noch die Ohren. Das aber, ich muss mir auch gleich wieder was raussuchen, was so richtig speziell ist, ne? Ich hätte es ja auch einfach dabei belassen können, ne? Na schön. So, na, jetzt hole ich das hier wieder raus, ne? Sona ist noch nicht am Platz. So, ja, ich muss meine Weihnachtsmütze erst richten. Ja, Sona, ich hole das jetzt raus. Genau. So, es läuft unten schon raus. Es läuft. Dann halt einen Finger drunter eben. Lass den Messbecher los und. So, und dann fülle ich den inneren Kreis aus, ja? Genau, so ist das, glaube ich, geplant. Würde ich auf die Mitte einfach, weil das verläuft, denke ich, von selber. Ja, nee, nicht so ganz, aber. Das ist ja gut, wenn es nicht ganz so dolle läuft. So, ich mache hier einen auf Schallplattenspieler hier. So. Also, ich kann euch jetzt schon sagen, die werden sagenhaft hässlich. Also, meine die Farbe auch. Farbe passt mal gar nicht. Vor allem, glaube ich, sind meine zu flüssig. Meine auch. Irgendwie laufen die weiter auseinander, als ich wollte, aber gut. Aber das ist bei uns hier zum Beispiel, wir haben so eine Silikonmatte bestellt, da sind zwei Kreise quasi drauf eingezeichnet und ich denke, du musst das in diesen kleinen packen und dieses Verlaufen ist normal. Ich glaube, das ist beabsichtigt. Ja, dann mit welcher Feinfühligkeit mache ich das da? Ja, ich würde mir ja schon Mühe geben, so ist ja nicht, aber... Ja, sieht auch gut aus. Ja. Die Frage ist halt, wie das, ob diese Masse das macht, was sie soll am Ende. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass diese Masse hier den Status hat, den er haben sollte hier. Aber mal gucken. Vielleicht werden da auch einfach gleich süße Puderzucker-Dragees draus. Ich habe keine Ahnung. So. Uri, wir nehmen einfach Bilder aus dem Internet. Ja, genau. Und sagen einfach, das waren unsere Macarons. Ja, genau. Also, so ganz perfekte mit Glitzer drauf. Ja. Und dann noch bei anderen bei Instagram drunter schreiben, so die es auch gemacht haben. War easy, oder? Perfekt. Die verstehen uns. Oh, warte mal, das ist nicht schön geworden hier. Ach, total easy. Waltraud schreibt gerade, wenn Nienchen da Ohren dran baut, müssen auch Augen und Mund dran. Ja, aber die machen das hinterher drauf. Ich glaube das auch. Das mache ich noch. Es wird dann einfacher, das hinterher zu machen, denke ich. Da kommt dann mit Zuckerguss einfach ein bisschen was drauf. Aber ich kriege noch nicht mal einen Kreis hin hier. Kochen die da oben Essen? Jetzt kriege ich Hunger. Oh. Die Nachbarn oder was? Ja. Oh, das ist gemein. Was gibt's Leckeres? Riechst du das schon? Weiß nicht. Oh, ein Shaded Raid. Kann ich nicht sagen. Oh, Shaded, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Küche. Hallo. Was gab es Schönes? Bei uns ist hier gerade U-Boot. Undefinierbar. Ja. Also wir machen hier, wir müssen einfach Streamtitel ändern. Wir machen hier heute Zuckerplätzchen. So einfach so Pastillen und so, lecker. So. Oh, happy. So. Danke für die Tasse an Poma. Ja. Oh, Shaded. Ich mal die Ohren noch ein bisschen schön zu machen. Shaded schreibt, bei ihm gab es ruckeliges Internet. Das hört sich aber nicht so gut an. Oh. Ah, das fühle ich, das hatte ich neulich auch. Es ist so demotivierend, wenn du dann, weißt du, gibst Gas und alles und dann merkst du, wie dein Chat schreibt, so, hallo, bist du noch da? Und denkst, Alter.
Das gibt's auch. Vor allem in der heutigen Zeit immer noch Internetrotz ist halt echt peinlich. So. Aber ich hoffe, du hast dir den Spaß nicht vermiesen lassen. Und das Essen war trotzdem lecker. So. Da, 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 da. Ich kriege auch leicht gerade so sehr sympathische Rückenschmerzen bei der Haltung, die ich hier mache. Ist nicht so gut. Ich bin nur am Jammern heute, ne? Entschuldigung, tut mir leid. Alles gut. Ich fühle die Rückenschmerzen, weil Dienstag ging es mir auch nicht so gut. Ja, ich ein bisschen übertrieben. Ja, ein bisschen, ne? Wie lang war das? Fünf Stunden, glaube ich, weiß ich nicht. Ja, ja. Also im Stehen halt auch fünf Stunden, ne? Ich meine, so streamen mal fünf Stunden ist nicht so das Thema, aber in der Küche. Also Respekt, ich kriege nichts fünf Stunden. Vielen Dank für dein Follow, Haselnüsschen. Dankeschön für den Follow, hallihallo. So, das sieht doch gut aus. Also sogar, also tatsächlich. Formmäßig ist okay, finde ich. Ja. Aber ich muss da jetzt noch eins machen. Warte mal, dann muss ich das zur Seite stellen. Kannst du es ja schon mal einmal klopfen, dass da die Dings, also einmal so von 8 bis 10 Zentimetern Höhe vorsichtig runterfallen lassen. Ich lese nochmal vor. Ich lese nochmal vor. Das Backpapier schlagen in Anführungsstrichen. Also anheben und auf Arbeitsfläche fallen lassen, circa 8 bis 10 cm Höhe. Das beseitigt Blasen. Er glaubt mir sowas immer nicht, ne? Ist auch immer interessant. Ist doch voll der Misstrauen hier. Ja, ich mache hier Misstrauensvotum. Warte, warte. Oh. Also, so, ne, ich weiß ja nicht. Also, ob da jetzt Blasen mal rauskommen, ich weiß nicht. Naja. Das Backpapier brauchen wir ja nicht, ne? Das schmeißen wir weg. So, das ist ja schon hier diese Silikonmatte. Ja, es verläuft, es verläuft, es verläuft. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist aber auch so filigran Zeugs und so, da bin ich ganz schlecht drin. Eieieiei. So. Zack. Hören wir das unter. Was schreibt ihr denn so schönes? Jetzt bin ich da auch cool. Heißt das nicht Molekularküche oder was du ja da gerade machst? Ja, Molekularküche, das ist es, genau. Das, eigentlich ist das hier Filet Mignon in Molekularküche, was wir hier machen. So sieht's aus. Waltraud schreibt, wenn Kaninchen das Backblech dreht, hat sie lindgrüne Among Us-Fuzis. Das stimmt. Ja, stimmt. Tatsache, ja. Ja, es war. Wohin dreht? Wenn du das Backblech jetzt so einmal um 180 Grad drehst, dann hast du Among Us-Männchen quasi. Ah, ja. Stimmt. Aber ich habe nur ein Problem. Ich glaube, die passen nachher nicht zusammen wegen den Ohren, weil die alle so unterschiedlich sind. Aber ich müsste, glaube ich, noch ein Blech nehmen, weil ich habe noch Masse. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja, Maurice also ist auch schon beim zweiten. So Silikonmatten. Sieht nicht schön aus, Leute. Sieht nicht schön aus. Es läuft bei mir hier überall lang, aber nicht da, wo es hin soll. Hallo, Hilfe. Da. Also das zweite Blech wird, das wird nichts. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich müsste ein Blech freimachen, ne? Ei. Oh. So. Ich habe hier so Verbindungsbrücken zwischen diesen einzelnen Dingern. Das ist nicht schlimm, oder? Das ist sozusagen ein Zeichen der Verbundenheit. Shady schreibt, ich finde es gut, Mori, dass du dich deinen Ängsten stellst. Ja. Also ich könnte jetzt auch gerade irgendwie auf so einer, in Österreich, auf so einer 800 Meter hohen Seilbahn fahren. Da wäre ich genauso in meiner Komfortzone gerade, glaube ich. So. Also. Da, Herr Bär. So, ich glaube, die anderen werden jetzt einfach rund. Die Hasen werden schon nicht so. Den Plan hatte ich auch, Kaninchen. Den Plan hatte ich auch mit rund. Ich wünsche viel Erfolg. Kurze Zwischenfrage, Mori. Ja. Du hast das Rezept da ja eh liegen. Der nächste Step ist jetzt quasi das Ruhen. Ja. Dann würde ich jetzt mit Maya gerade gehen, wenn das für dich passt. Ja. Passt, easy. Okay. So, dann muss ich nur am Ende nochmal klatschen lassen, genau. Und dann
wenn wir ruhen oder genau. So, dann können wir ja zur Not, wenn Zeit noch passt, also zur Not ist gut, dann können genau, wir die Zeit noch was wissen. Rezept passt hast du da hier. Ja. Ich mache mich hier mal aus. So. Ja. Okay, dann bin ich jetzt gerade erst raus, einmal mit Maya eine Runde gehen. Genau, lass nur deinen Rechner da an, dass ich den Stream beenden kann, dass ich den bei mir starten kann. Ich fahre den jetzt einfach unter den Rechner. Ja, ne, sperren meine ich hier. Nee, ich lasse alles offen hier, alles gut. Gut, so. Oh Gott, warte mal. Bis gleich. Bis gleich. Oh Gott, jetzt bin ich auch noch allein. Ah, hier. So, oh Gott. Und was hast du für ein Gefühl, Kaninchen? Bist du optimistisch? Das ist eine Katastrophe. Es klebt also schon hier alles. Also der Teig an sich ist schon so komisch. Ich weiß nicht, ob das so muss. Es klebt bei mir auch alles schon. Alles klebt. Oh, auf meinen Rücken, Leute. Oi. Queenie mitschreibt, Queenie, ja. Gassi gehen mit Maya ist immer sehr entspannt. Das ist wie ASMR. Gehen deine Hunde immer gerne Gassi, Kaninchen, oder wie ist das? Ja. Die gehen Maya... schon gerne. Die gehen auch gerne lang und weit. Und ist doch egal, ob es nass ist. Oh, das oder ist gefroren ist oder das ist ja alles egal. Also Maya ist tatsächlich, wenn du die Leine holst, dann musst du sie suchen. Die hat nämlich echt? Keinen Bock. Ja, ja. Gar keinen Bock. So, und dann passiert das auch, dann läufst du mit der so 100 Meter. Ja. Und dann bleibt die einfach mal stehen und guckt in der Weltgeschichte rum. Und denkt sie so, nee, Herrchen, geh du doch weg. Naja, so. Jetzt lasse ich die hier wieder 10 cm fallen. Hast du das auch gemacht, oder? Ja, habe ich auch gemacht. Okay. Also bei mir sind sogar Blasen rausgekommen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man das macht. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe überhaupt gar keine Blasen. Ich weiß nicht. Ich habe keine Blasen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendwas hier verbessert, aber wir gucken mal. So. Glock. Oh, nochmal Block. So, das habe ich jetzt dreimal gemacht. Das war das Ruhen und die Küche ist einfach ein verdammtes Trümmerfeld. Mit dem Eigelb weiß ich jetzt gar nichts anzustellen. Irgendwie ich habe das erstmal in den Kühlschrank gepackt. Vielleicht mache ich mir irgendwie morgen Rührei oder sowas. Muss mal gucken. Es war ein bisschen viel Eigelb dann drin, aber mein Gott. Ja, mein Gott. Proteine sind wichtig. Ja. So, aber bist du jetzt schon fertig? Weil ich hätte, glaube ich, wie viele Bleche hast du denn jetzt gemacht? Ich habe nur 2 Bleche und ich habe von dem Teig, ich sag mal, noch gut 2 Drittel. Aber ich habe noch voll viel übrig. Ja, eben, also ich wüsste nicht, wo ich das noch unterbringe. Also. Warte mal, ich habe das sowieso nicht verstanden. Das wird doch am Ende wie so eine Art Burger, ne? Also so. Genau, das wird zusammengeklappt und in der Mitte kommt dann noch diese Füllung. So, Oh Gott. Oh Mann. So, hier wird Maya schon sattelfest gemacht. Sehr gut. Dann kann ich ja schon mal, ich sag mal, zumindest mir angucken, was mit dieser Füllung passiert. Vorsichtig, Wasserballon, nicht mehr. Erhitzte Schlagsahne im Kühlschrank abkühlen lassen, bis die Masse halb fest ist. Die 2 Mikrohundefüllen vorsichtig zusammendrücken. Aha. Hier, Maya, willst du noch ein Leckerchen? Also ich kann noch ein Blech machen. Aber ich glaube, ihr habt auch viel mehr Platz auf euren, glaube ich, gehabt, ne? Also viel mehr drauf, als ich hier gerade bei meinen habe. Ist vielleicht ein bisschen weniger. Nee, das stimmt, das ist bei dir tatsächlich ich hab, glaub, ich weniger. Ein bisschen weniger Platz drauf irgendwie. Also ich habe irgendwie 5 Reihen. 5 Reihen habe ich. Ich muss mal hier die Kekse gerade wegpacken. Ich brauche das Blech. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, Maya, war das lecker, Schmecker? So. Mal gucken, wie ist bei Sona die Laune? Ja, doch, also hier ist die Laune perfekt. Ich habe nur Angst. Also es ist einfach, es klebt alles. Ja. Also ich... Faust Zucker reinmachen. Was heißt denn hier eine Faust Zucker? Das ist so eine Prise. Ja. So, am Ende brauche ich nur so einen Wasserstrahler, hier so einen Hochdruckreiniger. Kärchen. Um die Küche sauber zu machen. Finde ich gut. So. Siehst du, jetzt steht Maya bei mir in der Küche, weil die genau weiß, jetzt kommt Frauchen mit der Leine und die hat keinen Bock. Maya, was ist das denn? Gassi Gassong. Guck mal, Gassi Gassong. Sie müssen noch trinken, ne? Prost.
So, was das ist, ne? Das läuft jetzt alles so doof auf den Weg. Danach esse ich Brot, was? Ach doch, Pommes einfach. Einfach ein Strich. Das ist auch eine Idee. Sind nun ca. 5 bis 6 Jahre her. Der Teig war damals ein bisschen flüssiger. Bei mir ist er so flockig. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Die gibt nicht ohne Ei. Ich glaube nicht, weil du das Eiweiß als Schaum brauchst, Bierchen. Klingt nach unserer Maya, schreibt übrigens Bierchen gerade. Ich glaube, Maya führt ein Doppelleben. Wahrscheinlich. Vermutlich derselbe Hund. Er braucht auch mal ein Erfolgserlebnis bezüglich Backen, schreibt Skippy. Also ich habe hier Erfolgserlebnisse pur. Ich finde, das Ding läuft hier schon komplett ineinander hier. Eieieiei. Ich würde so gerne bei dir gucken. Ich muss jetzt, leider muss ich jetzt noch ein bisschen hier Teig verarbeiten. Mach das ruhig. Alles hier tief. Ich glaube, ich kriege jetzt das Blech damit noch voll und dann. Ich überlege gerade, ich würde wahrscheinlich sogar ein bisschen meine Küche aufräumen, bevor Sona sich trennt von mir. Meinst du, das macht sie einfach? Ja, guck dir mal die Küche. Also, das BOT mal. Aber ich werde auf jeden Fall nachgucken. Ja, also es klebt halt wirklich alles. Es klebt aber auch das Zeug, ne? Also das ist ja richtig ekelhaft. Ich frage mich auch immer, wie kam es denn dazu, dass jemand so sagte, so, daraus mache ich jetzt ein Rezept? Weiß ich nicht. Vielleicht hätten wir doch lieber die Schmalzkuchen machen sollen. Ich glaube, das wäre einfacher gewesen heute. Ja, es wäre einfacher, aber ich sag mal, man wächst dann mit seinen Aufgaben, oder? Ja, das stimmt allerdings, das stimmt. Was natürlich immer so ein Standardspruch ist von wegen, ja, um sich das schön zu reden. Aber nein, das wird schon, irgendwas Essbares wird das schon. Hallöchen, Blümchendings, hallo. So. Bierchen macht den Namen noch länger, Blümchen Dingsbums. Kriege ich jetzt hier mehr Häschen drauf, als ich Platz habe, damit ich die Sachen jetzt mal hier wegbekomme. Obwohl, das reicht wahrscheinlich gerade so fürs letzte Blech. So, wenn nass ist, weil will Sissy immer nicht rausgehen. Bella stört das gar nicht. Ja, okay, bei Queenie ist das zweigeteilt. Da musst du die eine mitziehen und die andere rennt mit. Natürlich so. Auch doof, ne? Wie cool, jetzt ist mein Kirby süß, schreibt Haselnüsschen. Wer ist denn ein Kirby, Haselnüsschen? Was ist das denn? Yannick, ich greife dich an. Was geht denn hier in meinem Chat? Das ist ja. Leute, wir backen doch hier süße Plätzchen, Leute. Da ist hier nur Liebe. Da ist nur Liebe. Nur Liebe. Bei diesem super Teig. Oh Gott, ey. Das ist also bei mir, ganz ehrlich, ich glaube, das ist bei mir nicht Teig. Das ist einfach so eine Zuckermasse. Also ja, Teig ist es nicht. Das ist bei mir, wie gesagt, so körnig. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Das. Ja. Aber ich habe dich eh in Verdacht. Weißt du, so wie früher so ein paar in der Schule, die dann so sagen, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eine 4 oder eine 5. Ah, das war nicht so. Und dann völlig überrascht sind, boah, eine 1 minus. Oh. Nee, da kann ich nicht beruhigen. Also in der Schule war das nie so. Na dann. Ja gut, bei mir auch nicht. Ich wusste immer, was kommt. Also, ich auch. Ich musste kein Genie sein, um zu wissen, dass weil wenn man nicht lernt, weiß man eigentlich, was man bekommt. Ne? Ganz genau. So, dann gibst du ab so und die Fragen so nach bestem Wissen und Gewissen, weiß ganz genau, das gibt richtig Ärger. Ja. So, aber du hast ja dann 4, 5 Tage Zeit, bis die Arbeit zurück ist. Deswegen bis dahin war alles gut. So, dann mache ich jetzt mal das Kabel von... Ah! Kabel von Handrührgerät landet gerade im Teig. Warte mal, bleib hier. Bitte nicht... Das Kabel sauber machen, auch du liebes bisschen. Oh, Queenie schickt ganz viele Herzchen. Ganz viele Herzchen zurück, Queenie. Ich kann gerade nicht antworten. Aber, so. Ach doch, warte mal. Ich kann hier den hier machen, Queenie. Das war ein bisschen faul, aber Sona hat mir hier einen Befehl reingebaut. Da! Ha! Sehr gut. So. Ich glaube, einfach für mich, weißt du, dass ich nicht so demotiviert bin in Zukunft, was Backen angeht. Ich glaube, nächstes Mal mache ich einfach Brötchen. Brötchen? Aber die fertigen, oder? Die aus dem Tiefkühler, die man aufmachen muss, oder? Diese Knack- und Backdinger, weißt du? Oder die, ja, genau. Ich habe den Teig schon mal vorbereitet. Genau. Und dann ab in den Backofen und dann verkosten. Ja, und auch die sind lecker. Ja, Backen ist toll. Genau. Finde ich gut. Und ich wollte gerade schon fragen, wann backen wir mal eine Torte zusammen? Eine Torte?
Also gut, du siehst ja nicht, was ich mache. Dann, nee, also, nee. Deswegen, also Torte weiß ich ja nicht. Auf der anderen Seite, ich meine, kann ja nur besser werden. Auf der, Ed, ihr wollt doch Mori bestimmt mal sehen, wie er eine Torte macht, oder? Oh Gott. So, dann kann ich ja schon mal die Spülmaschine hier so ein bisschen. Um Gottes Willen. So, ich habe das Problem, ich habe jetzt immer noch Teig übrig. Irgendwas stimmt irgendwie. Doch mit diesen Mengen nicht, oder? Ja, ich habe wegen diesen Vorlagen halt nicht so viel Platz. Ja, ja, klar, aber. Ich kann hier unten noch welche hinklatschen. Ja. Alexus ist da, hallo. Was macht ihr denn Schönes? Es sieht nämlich sehr interessant aus. Das sollen Makaros werden, aber ich bezweifle, dass das bei mir überhaupt ansatzweise überhaupt irgendwas wird. Also Kaninchen bei Makaros machen. Ich mache ja hier Zuckerpastillen. Ich mache Zuckerpastillen. Ja, die sind lecker fluffig, werden die. Das denke ich, glaube ich, wurde mir gesagt. Hast du Makarons eigentlich schon mal gegessen? Einmal. Ich noch nie. Einmal und das ist ewig lange her. Okay. Mutig, ja, sehr mutig. Nee, bitte nicht. Ich glaube, dann verzweifle ich. So, wir klatschen hier unten nochmal was hin, weil ich habe noch ein bisschen Platz. Und den Rest weiß ich noch nicht. Was ich damit mache, in den Kühlschrank packen oder so. Huch, das war nicht so gut. Oh wei. Es klebt alles. Alles klebt. Das gibt's ja gar nicht. Was habe ich denn gemacht? Ist mir irgendwie so, dass das Ding explodiert oder was? Du hast Makaros gemacht. Ja. Der Wahnsinn. So. Rein da. Ich weiß, was ich am Ende draus mache, wenn die nicht zusammenpassen. Es wird alles zerbröselt und einfach ein Nachtisch draus gemacht. Ja, stimmt. Ja, genau. Das geht. Das ist eine gute Idee. Ja, oder? Ja, finde ich gut. So. Messbecher hatten wir auch hier in Verwendung. Kommt auch rein. Der ist ein bisschen dick hier geworden. So. Dude. Also, bei mir, das zweite Blech ist tatsächlich, die haben sich getroffen alle. Also ich oh nein. Ich habe jetzt... Dann war deins aber noch ein bisschen zu flüssig, wa? Ja, definitiv. Also es stimmt schon, dass sie den äußeren Kreis irgendwie ausfüllen, aber irgendwie nur in eine Richtung. Also... Na gut. Und bei dem ersten Blech sieht die Sache auch nicht viel besser aus. Ich weiß nicht, das. Also, fürs erste Mal würde ich sagen, okay. Ich glaube, fürs zweite Mal würde ich mir ein Video nochmal angucken. Also bei dir sieht das aber rund und fest aus. Bei mir ist das einfach offen. Da ist zu eng. Ich glaube, die laufen mir noch zusammen. Uiuiui. So. Echt, das ist nicht so passend. Das ist leer. Wenn ich meine fachkundige Meinung abgebe, bitte keine Meinung abgeben. Meinungen. Ich bin ja Bäckermeister seit 12 Jahren und das, was du da machst, hör mir auf. Genau. Das wäre das Schlimmste. Ja. Das ist schön immer. So. So. Gut, dann lassen wir das jetzt erstmal in Ruhe, wa? Steht da wie lange? Je nach Temperatur. 45 Minuten würde ich erstmal sagen. Wir gucken dann mal, wie es ist, aber Ich schwöre dir, nach 45 Minuten sieht das genauso aus wie jetzt. Ja, ich denke auch. Also ich weiß nicht, was da wirken oder ruhen soll. Ich weiß nicht, ob die sich von meiner schlechten Backkunst hier erholen müssen, die Dinger, oder? Ja, wir könnten das im Backofen abkürzen, aber ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass ich dir einen verkokel. Ja, ich wollte gerade sagen, also das weiß ich nicht. So. Ich schaue jetzt Konditorin einfach mal weg. Das ist gut, Blumendings. Das ist super. Oh, sehr gut. Einfach dich hingucken, bitte. Danke. Vor allem guckt sie bei dir und das beruhigt mich sowieso. Also du könntest auch bei Mori vorbeischauen. Warte, ich stelle mal einen Link rein hier. Da könnt ihr bei Mori auch mal schauen. Der hat die nämlich auch gemacht gerade. Ja, die sind ganz toll geworden. Ich flück hier aber ich muss mal also dir tatsächlich jetzt mal, ich gehe mal ganz kurz in den Rechner. Ich will mal bei dir farblich ja, gucken, aber die Enttäuschung wird hart. Also, ach was. Ja, doch. Guck mal ran. Das ist bei mir viel zu flüssig. Ja. Oh, ich sehe es gerade, ja. Siehst du? Und das war am Anfang, war das echt gut. Und dann das Problem ist, das habe ich nicht überlegt, diese Matten, die passen nicht ganz auf diese Blechdinger. Ah, deswegen läuft gerade alles in die Mitte bei dir, ne? Ganz genau. So, aber
Ich schnippel da gleich einfach so durch, weißt du? Die Matte? Dann, nein, aber wenn die dann fest sind. Wenn die fest sind, dann so einfach so okay. Mit so einem Pizzaschneider oder so. Und dann sieht das keiner. Und dann ist das perfekt. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Oh, Gottes Willen, Leute. Ja, das die Erfahrung, was. So einer bist du also. Oh Gott. Ist ja das erste Mal. Genau, wir machen das erste Mal Macarons. Und, wieso schreibt Waltraud denn bei dir? Ich würde jetzt Windows öffnen und alles rauswerfen. Waltraud. Also, aber warum soll ich den Windows öffnen? Windows ist doch schon auf. Könnte ich doch gar nicht streamen. Ah ja, danke Waltraud. Da muss ich aber trinken. Doch. Ach, apropos trinken, ja. Wollte ich mir auch gerade mitnehmen. So, wo ist mein Glas? Da hinten. Oh je. Ah. Komm her hier. Blödes Kabel. Also ehrlich gesagt sind beide Massen zu. Nein! Das sieht nur das optische Täuschung. Blümchen. Das ist hier, das ist im Prinzip ist das. Ja. Wir haben, Kaninchen und ich waren uns einig, wir wollen das Rezept neu interpretieren. Wir wollen da was Eigenes draus machen. So, vielen Dank für dein Follow, Blümchen Dix. Oh Gott, jetzt habe ich sogar noch Follow von dir bekommen. Oh Gott, oh Gott. Ich erwarte hier harte Backkunst. Das wird, oh Gott, das wird für dich wahrscheinlich ganz schlimm. Oh Mann, oh Mann. Okay. Also bei mir ist der Teig tatsächlich schon gerissen und es sollte ja, man sollte eine 8 drin malen können. Das konnte ich gar nicht, weil der Teig gerissen war. Also war es eigentlich schon zu fest bei mir. Also bei mir war es. Kann er eigentlich nicht sein. Also bei mir war es genau andersrum. Ich sollte eine 8 machen und als ich die Hälfte der 8 gemacht habe, habe ich mit der anderen Hälfte der 8 die erste halbe Hälfte wieder kaputt gemacht. Also, naja. Nee, bei mir ist es abgerissen. Oh Gott, ja, bei okay. Schüttel das weiter, dann Sterne zum Ausstechen nutzen. X-Mess-Makarons, ja, sehr gut. Ui, mal kurz AFK, irgendwie haben sich eure Wege wohl getrennt, zumindest optisch. Ja, also ich bin irgendwo abgebogen. zumindest optisch. Zumindest optisch, ja. Aber der Pizzaschneider wird nachher regeln. Ich bin sehr optimistisch. Der Pizza. Ich bin so gespannt, was du am Ende noch draus machst. Aber guck mal, wenn die alle so in eine Richtung fließen, dann hast du vielleicht auch welche, die zusammenpassen. Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Jeweils auf der anderen Seite. Das genau, immer gespiegelt einfach. Genau. Das ja, wie sieht das aus? Hast du ein bisschen Lust auf Phasmo oder wie machen wir das? Können wir machen. Das Problem ist ja, Sona ist jetzt weg. Wie viel wärst du für Phasmo da? Genau, und die Sona kommt ja dann auch gleich zurück. Dann, ich müsste nur einmal hoch, also an meinen Chat. Ich muss einmal den Stream beenden. Ach so. Und dann starte ich den direkt an meinem Rechner neu. Weil der Stream läuft über Sonas Rechner. Ah, okay. Weiß ich Bescheid. So, das dauert nur ein paar Sekunden. Okay. Ja, liebe Macarons, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich weiß nicht, hilft das Fenster aufzumachen oder so? Ich weiß es nicht. Eigentlich brauchen sie Wärme, glaube ich, zum Trocknen. Also sie müssen irgendwie trocken werden. Deswegen, glaube ich, trocken. Lass sie in Ruhe, sie werden schon. Ja, ihr seid, ich bin sehr optimistisch. Ich bin sehr optimistisch, ja. So, Queenie geht jetzt aber auch ins Bettchen. Queenie, ich wünsche dir eine schöne gute Nacht. Schlaf schön. So, und ich wandere mal nach oben, Leute, und ich bin sofort wieder da. So, bis gleich. Bloß nicht das Fenster, wird in meinem Chat noch geschrieben. Aber es ist ja das erste Mal, man kann da seine Erfahrung draus ziehen. Vielleicht mache ich es nochmal, vielleicht aber auch nicht, weil irgendwie finde ich es auch sehr aufwendig, muss ich sagen. So ein Keksteig ist irgendwie schneller gemacht. Nee, ich habe 3 Stück. Und ich habe das erste, habe ich so Hasen versucht zu machen. Das ist aber, ich glaube nicht, dass das was wird. Also das erste Blech ist so mit Hasenform. Dann haben wir das Blech, was ihr gerade seht. Und das habe ich nochmal. Und ich habe sogar noch ein bisschen was übrig. Nur ich habe das Problem, ich habe kein Blech mehr übrig. Sonst würde ich